Willkommen zurück zu Deus Ex und angeblich dem Finale. Ja, so jedenfalls heißt der Level. Area 51 Finale. Da wollen wir nicht mal glauben, dem komischen Computer. Ja, wir haben schon mit einigen Leuten gesprochen, beziehungsweise die haben mit uns gesprochen. Und stellen uns hier ständig ihre komischen, wie heißen die noch gleich? Ihre Idee von, wie es enden soll, vor. Wir haben keine Ziele, mehr oder weniger. Nur irgendwelche Aufgaben, Sekundäraufgaben. Ich begreife aber nicht so ganz, was die von mir wollen. Ich muss also irgendwas noch machen, aber irgendwie kann ich... Vielleicht muss ich das ja, machen, was derjenige will. Also ich muss mich für eins entscheiden und dann mache ich diese Sachen in der... In der Area 51 Welt. In Sektor 3, genau, da sind wir jetzt gerade. Also wir stehen hier und gucken doof. Mit Akinas haben wir gesprochen, das ist die KI. KI will, dass wir herrschen mit Super KI und so, alles über Sommer. Der andere will mit uns, naja, die alten Zeiten von den Dings wieder aufleben lassen. Den lustigen Illuminaten und wieder jemand anders will, dass wir alle sprengen, damit die Kommunikation auf Null zurückgesetzt wird. Die weltweite, dass wir wieder beim, naja, bisschen lokaler sind. Ich bin gespannt, was die letzte Variante ist. Area, was auch immer. Regeneration deaktiviert, ja, ja. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich das Finale ist oder ob wir... Naja, doch nicht so weit kommen, wie geplant oder erhofft oder gemacht und getan. Genau, eine riesige Scheiberspinne haben wir auch schon platt geklatscht. Munition, ja, ja. Aha, was ist das? Ach, hier ist ein komischer, naja, so ein Griesel. Nix gibt's. Ja, und die... OT-Mucke ist auch wieder am Start. Hä? Der hat Spaß da unten. Ja, 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 ja. Machen Sie ruhig, machen Sie ruhig. So. Wir haben... Ja, wir haben einiges an Passwörtern. Genau, 2001 hätten wir... Hier haben wir 2, 4, 5, das sind Sprengstoffe. Oh, ist das der Sprengstoff, Bereich? Bilder, bitte. Storage, ja. 4225. Aha. Achso, mit dem hätte ich dann vielleicht das Spinnchen bewerfen können oder so. Okay, das Mistvieh Griesel ist fertig. Bonus und Sprenggeschichten. Kiste mit militärischem Gerät. Achso, Raketen. Ja, natürlich für die Viecher hier unten. Ein grauer. Oh, noch ein grauer. Nicht nur graue Theorie. Ja, verdammt. Es gab keine extra Punkte für... Ach ja, Punkte. Muss ich gleich mal gucken. Fähigkeiten. Was haben wir denn an Fähigkeiten? 4800? Fast 5000 Punkte. Schreit eigentlich nach schwere Waffen, oder? Trainiert Profi, wir sind Profi. Veteran, der Agent ist ein wandelnder Panzer. Das klingt verlockend. Angefangen als Schleicher. Ja gut, dann wir immer noch. Alles andere ist Quatsch, oder? Ja, wir müssen ja eventuell nochmal an den Reaktor. Das wäre auch nicht so schlecht. Panzerungen, Anzüge, Tarnungen. Nee, ich würde sagen, wir machen... den Sack zu. Bam. Schwere Waffen. Veteran. Heißt, wir können ja sauber schnell laufen. Egal mit welcher Waffe. Ist das nicht toll? Ich finde auch. So, Körper gefunden? Ach nee. Bild. Area 51. Sector 4. Okay. Wirklich? Ah ja. Okay, ein komplett eigener Level. Okay, eventuell heißt das... Nein, Strahlung schlecht. Nein, böse. Strahlung böse. Strahlung böse.
Oh, ich bin schon wieder verstrahlt. Jetzt den Brustkorb verstrahlt. Hä? Moment, was ist denn hier? Da sind wir hergekommen. Und hier? Hier sind wir ganz früh hergekommen. Interessant. Ich sag mal hallo. Abgesägte. Das habe ich so nicht abgesegnet. Oder gesägnet. Wir stärken. Kaputtschlagen geht die nicht, ne? Kaputtschlagen geht die nicht? Ja, komm. Mal 50 ist Deutsch. Sprengen, dann sind wir wo? Hm. Und ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Wenn ihr zurückkommt, dann habe ich ein Problem. Egal, muss sein. Tja. Ach, der hat ja noch ein Atemgerät. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hä? Was? Ach so. Ah ja, stimmt. Hier ist der... Ja. Hier ist der Bot. Und das sind liebe Bots. Hier haben wir schon Module rausgezogen. Ja. Scanning. Area. So. Genau, und hier ist die Aquinas-Geschichte. Ja, da oben. Die KI, die das dann alles übernimmt. Aquinas. Oder Helios? War das eine Versicherung? So. Also 4-2 irgendwas. Ja, ist ja gut. 4-2 bla haben wir fertig. Sprengstoff. Der kann also weg. Ich kann mir durchhacken, mich dumm. 3. Wir haben 45. Ups. Gut, dann wollen wir mal. Boah, die Area, die ist sowas von gescannt, wenn die mal fertig sind, die zwei. Gewehrt. So, was war das jetzt? Napalm. Wie ist alles? Ach, oder war das auch eine... Verdammt, war doch ein, hier, Storage. Irgendwas. 4-2-5. Verdammt. Egal. Überbrückt. Ach ja, die komische Plattform. Diese nicht Plattform, wie ist das? Monorail. Kann ich das irgendwie aktivieren? Gibt es hier einen Knopf? Nö. Ist das so? Scanning Area. Ja. So, da runter wäre möglich. Ja, ich mach mal unten weiter. Da geht's zu Sektor 4. Und wo geht's hier hoch? Achso, das sind ja die grauen Engel gewesen. Kampfmesser aufgenommen. Jetzt nehme ich die schon manuell auf, die Scheiße. Es sollte wirklich so eine Filtergeschichte geben. Darf ich niemals aufnehmen. Ein bisschen wie die Reihenfolge bei... Ah ja. Für einen Shootern. Ladegerät. Na, bin ich mal gespannt. Vielleicht können wir... Wir haben ja schon mal den... Irgendjemanden in der... In... Ah, sehr gut. In Majestics. Unterwasserbasis oder die Labors, wo sie die Griesels und so hergestellt haben. Da haben wir ja... Den super krassen Gegner mit der, mit der Plasma. Sehr gut. Mit dem Plasma-Gewehr. Wer das auch immer war. 600 Schuss. Auch so platt gemacht. Ja. Nein. Oh, Kidoki. Nächste Variante. Das bringt nichts. Das ist was zum Einloggen. 0169 vielleicht? Nee? Okay. Komm. Wir benutzen einfach mal ganz kurz die Multitools. Wir haben ja nur noch 40 Stück. So langsam ist mal haushalten. Sperrbestand würde ich sagen so bei 38, oder?
Ob sie vielleicht, hä? Was ist denn ein Sperrbestand? Das weiß ich leider auch nicht. Aha, hä? Achso, die KI hat aufgemacht. Und wieso gibt's da schon wieder Raketenwerfer? Ja, bitte? Don't get your hopes up. My compound is quite secure. Klar. Anlage ist perfekt gesichert, sagt er. Aufnahme beginnt jetzt. X, also 15. Verdammt, verdammt, verdammt. Wo ist das verdammte Magazin? Wer zum Teufel sind diese Kerle? Okay, zwei 7,62er Magazine und vielleicht 13 mm Magazine. Wo gehe ich jetzt hin? Denk nicht nach, sonst bist du tot. Nur raus hier. Das ist das Wichtigste. Okay, okay. Los. Xavier, los, los. Xavier heißt er mit Vornamen und V mit Nachnamen. Okay. Unbekannte Geräusche. Jesus, willst du eine Kugel einfangen? Komm schon, hol sie dir. Komm schon, komm schon. Ich werde hier nicht sterben. Werd nicht. Ich. Endet auf. Deaktivieren Sie es. Oh. Fragezeichen hat das gesagt. Wer ist Fragezeichen? Also doppelt Fragezeichen sogar. Vorname, Nachname. Okidoki. Und Schleuse, Sektor 4. It let me through. I can't believe it. Dr. Savage, is everything all right at Vandenberg? What do you mean by it? Helios. It's taken over Aquinas. Now it's everywhere. We're getting rumors that it seized control of Hong Kong. What's going on? The AI wants to merge with my brain or something. Does it really think it can take over the world? It's decided to replace human government. Tong and I don't know why. In Hong Kong, it ordered the police to remove all barricades from the roads. Traffic is flowing again. It declared the triads illegal and locked the door to Tong's compound. And people are obeying? Why? Because the AI can change some codes and turn out the lights? I think people in Hong Kong want the roads to be open and trade to pick up. They just obeyed. We don't know what to think. Helios seems to have people's interests in mind, but it disbanded the city government and cut power to all of the buildings. It wants absolute power. A benevolent dictator. Maybe it's after my brain so it can figure out what people want and how to control them. You have a tough choice, JC. If you defeat Page, the Illuminati will move in. They'll release Majestic 12's grip on world governments. They'll give people some freedom, but essentially it will be 20th century capitalism. A corporate elite protected by laws and tax codes. Or I listen to Tong and pull the plug on everything. Or hand the world over to Helios. Yeah, that's where I disagree with Tong. We don't want complete freedom if that means economic collapse. There must be another way. If we could trust the AI to be fair and just, as it claims to be. If the brain it assimilated was mine, maybe it could be. I don't know. I wish I had an answer for you, but you'll have to decide for yourself who you can trust. Trust me. I'll do the right thing. Good luck. I'm not exaggerating when I say this, JC. The world is depending on you. Ja, bloß kein Stress. Oder Druck. Aha, die haben also keine Ahnung. Jetzt hat es mir alles nochmal aufgedröselt, was genau zu tun wäre. Aber, irgendwie eine richtige Antwort haben wir immer noch nicht. Und ob das dann sich bessert, wenn wir uns damit irgendwie verbinden, oder ob das dann die das quasi nur nutzt, um noch mehr über die Menschen zu erfahren, sie besser zu kontrollieren. Aber ne? Kennt man ja. Sobald der Verkehr wieder fließt, ist alles vergeben und vergessen. Einfach nur eine Bratwurst und schon machen alle Leute, was man will. Naja, naja, naja. Die Zahlen. Subjekt, bla. Startdatum, zugewiesenes Geburtsdatum. 13.05.33. Nick Hausback. Was? Wie sollen wir da Informationen bekommen? Aha. In Stasis? Oder Stasis? Leiche, Biozelle, kein Platz für Schoko. Das stimmt. Dankos. Ah ja, 34. Geburtstag Wade Walker.
Simons genetischer Basiscode. Simons Walton. Moment. Was stand da? Genetischer Basiscode Page Bob. The Page Bob. Ach, dann haben die dann Klone geschickt. Habe ich dann gar nicht den wahren Page alle gemacht, sondern seinen komischen Klon oder? Blaua. Kann sein. Oh. Reparatur. What? What's the rush? Take a look around. This facility is where you were born. I've arranged an appropriate fate for you through the hallway to the north. A poetic death. Just a few yards away from where you were created. Aha. Bin jetzt freigelassen und ich muss ihn auf die Nuss hauen. Was hat er denn gemacht? Hallo? Einer ist offen. Warum? Haben sie mich hier gemacht, geklont? Muss ich gegen mich selbst kämpfen? Keine Ahnung. Basiscode? Keine Ahnung. Ganz viele A's, ganz viele X und so weiter. 33. Ach ja, ich dachte gerade, was hat der da? Oh, Entschuldigung. So, ist fein. Ja, ja, das heißt, was genau kann ich jetzt verbessern? Was sollte ich jetzt verbessern? Ja, vielleicht die Regeneration, dass man schneller wieder Lebensenergie bekommt, weil alles andere, muss ich sagen, interessiert mich nicht so sehr. Machen wir das. So, was wollen die jetzt? Immer noch nichts. Jetzt habe ich die... Aha, jetzt müllt er hier alles zu. Das können wir mal löschen. Sicherheitscode, Labor, bla. Können wir auch mal spaßhalber löschen. Ach komm, ich lasse einfach dieses... Hier hat er was gesprengt. Da komme ich wahrscheinlich nicht ganz durch. Wo ist denn der Roboter? Hat er den Roboter... Ach, den Roboter hat's verrissen. Och, nicht doch. Mein schöner Heilemann und Söhne-Roboter. Na toll. Könnt ihr mal spaßhalber zumindest die Heilung einleiten. Ist mal wieder fast voll. Ah, graue. Das war klar. Nichts zu finden. Verdammt. Wieder alles voll mit der Seuche. Ja, jetzt... Oh, zumindest regeneriert er ganz gut. Hallo? Ist da jemand? So, erstmal hier mich krass reinhackern. Ja, zum Glück muss ich hier am Schluss nicht noch die Stufe Veteran oder so erreichen. Strahlungsgeneratoren ausgeschaltet. Sicherheit. Zugang entriegelt. Türen öffnen. So, jetzt war es keine Strahlung mehr? Ah, so einfach geht das. Einfach Knopf drücken und dann sagen, das war's. Keine Strahlung mehr, bitte, danke. Wo bin ich denn? Caution, caution. Ja, ja. Wo könnte ich hier... Genau, das ist der Raum. Und jetzt sind wir... Hier oben? Jetzt sind wir bei UC03, schätze ich, oder? Nee. Ich erkenne den Raum nicht, in dem wir sind. Wir sind doch hier reingekommen. Ja, natürlich, doch. Was ist das Mittelstück gewesen? Mit den vier Kammern. Jetzt sind wir da oben lang gelaufen. Als Abkürzung, weil das hier nicht geht. Richtig?
Nee. Was ist denn? Page is protecting himself with a plasma force field. The controls are locked. You will have to eliminate each power source individually. Bring down the four blue fusion reactors in Sector 4, then go to the control room on the upper level. Hey, JC, if you want to do what Everett says, you'll need the deactivation code. I decrypted the first three digits before Paige killed my connection. 724. Sorry, you'll have to guess the last digit or find it on your own. So that you'll know what you're looking for, I'm transmitting a schematic of one of the devices. Good luck. Danke. Erhalten Bild. Was? Die wollen in 4, soll ich was machen? Soll in 4 was machen? Und dann hoch zu 3 und das dann aktivieren? Der Reaktor wahrscheinlich, oder? Ja, keine Ahnung. Laufen wir mal geradeaus. Jetzt wird es langsam so ein bisschen... Aktivierungscode für die Fusionsreaktion 724 irgendwas. You're too late. Already I'm more than human. Does that mean I don't get the job? Soon I will be pure light. Pure energy. Helios and I. While the Illuminati cower in the shadows. You will be the Supreme Enlightened, the Illuminated One. Everett has taught you well. I will be what the Illuminati aspire to be, but cannot create for themselves soon. When my augmented systems like yours are complete and able to be integrated with Helios, I will burn like the brightest star. You're gonna burn, all right. Look at you. You're nothing but a little man. A little man still living inside a body. Lose your body and what are you? Nothing. You vanish. You die. Oh. Okay. Jetzt kann ich die vernichten. Wir haben so ein paar Raketchen. 80. Probieren. Ah. Ja. Er ist fast fertig, meinte er. Mit seinem komischen super augmentiert werden. Your only objective is to find the controls for the reactor's cooling system. We must make sure that the monstrosity Page has made of himself is not technologically feasible for future generations. Oh. Oh. Ah ja. Vergiss Page. Hatte ich sowieso vor. Was ist denn jetzt? Aha! Bitte? Ach, oh, das ist auch schlecht. Die werden hier gebaut. Ja, das ist nicht so gut. Kann ich das einschießen? Nein. Und vielleicht mit dem Raketchen? Rakete ist hier. Auf, aufrüsten. Sehr gut. Ah, da sind sie wieder. Ich habe nicht endlos Munition. Emergency Containment. Ah ja, sehr gut. Muss ich das jetzt auf beiden Seiten machen und dann geht's weiter? Soon I will leave this body and death will have no meaning. Glaube ich nicht. Aufzug führt nach unten, aha. Hallo? Den? Ist er doof?
Ja, das mache ich noch. Falls ich aus der anderen Seite das gleiche in grün machen kann. Ja, ja. Ist ja in Ordnung. Reicht mir schon, dass die komischen Krabbelspinnen da nicht mehr mitspielen. Ich mach einfach mal, ne? Nee. Das machen wir schön mit Granaten. Ausrüsten. Granate. Und viel Spaß. Back here. Reicht das? Ja. Was gab's denn Feines? Na, eine Lahm für eine Lahm, sag ich nur. Gut. Jetzt was? Runter zu's? Was ist denn das? That's one of the blue fusion reactors. Aha. You need to shut down all four. Ja, dann machen wir das mal. Alle vier. Heißt, das braucht dann 16. Habe ich da nicht einen. Halt, vier. Was hat er gesagt? Vier. Oh. 7, 2, 4 irgendwas. 7, 2, 4, 8, 0. Verdammt. 7, 2, 4, 1. 7, 2, 4, 3. Ah, 7, 2, 4, 3. 7, 2, 4, 3. Excellent. 3 left. 7, 2, 4, 3. So böse? Sind zwei, oder? Schlecht. Grotesk schlecht geschossen, aber okay. Ach, da ist noch so ein gräulicher. So, erstes ist kaputt. Mhm. Das war's erstmal mit unseren Energiereserven. Halt, das ist ein, das Precision. Das wollen wir nicht. Wir wollen die ganz, ganz gewöhnliche Scharfschützengewehr. So ist fein. Da kommt wieder der Flammenwerfer gleich zum Einsatz. Von allem Abyss haben die hier. Kann ich nicht irgendwo runterschießen. Heißt, warten, bis es hier weitergeht. Ja, da unten Flammenwerfer. Besser wird das nicht. Na, guck mal hier. Der ist auch futsch. Der wird wieder zurück. Oh, ich will das aber spannend machen. Da ist er. So, und tschüss. Nachladen. Jetzt was? Direkt nach unten? Und kann ich die nicht auch mit dem Kopfschuss richten? Nein. Ah, sie naschen. Sehr schön. Boah. Komplett gefuttert. Na komm. Machen wir nicht lange rum. Wir sind hier super mit dem Flammenwerfer mittlerweile. Nachladen. Und... Nein. Nein. So ist fein. Ich frag mich nur, wo dieser Scanning Area ist. Wenn der jetzt von oben mich beschießt, ist auch schlecht. Scanning Area, ja, ja. Anna, ich glaube, dass die Wahrheit über das, worauf wir uns hier eingelassen haben, irgendwo hier zu finden ist. Page hat den Zugang zu Helios eingeschränkt. In der Aquinas-Station ist während der vierten Schicht normalerweise niemand. Aber es würde auffallen, wenn ich fehle. Wenn du weg kannst, der Code ist 6765. Hat den Zugang zu Helios eingeschränkt. Der Code ist 6765. Vielleicht findest du ja was raus. Wenn jemand fragt, sag ihm einfach, du bist aufgrund der Varianzen in den Messdaten dort. Ja, klar. Das würde ich aber auch sagen. Geht sie überhaupt irgendwo hin? Ah, eine offene Tür. Jetzt zumindest.
So, jetzt du. Irgendwo noch eins von euch? Ach Gott. Wie die sich alle freuen. Ist aufgeregt, rennt durch die Gegend. Einfach süß. Was denn? You can't shoot your way out of this one. My UCs can assemble new creatures in seconds. Ach ja? Vier, sieben. Was? 4, 2, 3. Was haben wir? 7, 2, 3, 4. Was auch immer. Himmelarsch. 7, 2, 4, 3. Muss das irgendwie zukriegen? Nee. Was ist das? Muss aber. Darf nicht den Bot treffen. Das wäre sehr schlecht. Denn. Ich hätte gerne. Die Energie. Vielen Dank. So, schnell. Schnell die Tür zu. Zerquetschung eingeleitet. Ja, irgendwie jeder will wieder irgendwas. Könnt ihr nicht einfach mal... So, das wäre schon mal zu. Und was ist das hier? Bot Security. Ah, können wir auch mal ausschalten. Ja, egal. Ausschalten, so rum. Habe ich ihn aktiviert? Aber kämpft er jetzt für mich? Ja. Jetzt habe ich einen aktiviert. So, du passt ein bisschen auf, ne? So ist fein. Hier hätten wir Coolant. B13. So, jetzt mal schauen. Flow Meter, Magnus, Polarization Plates, ja, okay. Der blaue Fusionsapparello. Gut, wir sind also hier. Ja, ja, also in dem Bereich sind wir, sehe ich das richtig? Ach, das ist alles nur übereinander gestapelt wieder. Ja, 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 okay. UC, was auch immer. Coolant. Da kommen wir aber nicht durch, oder? Ist das nicht der... Coolant, B... B13, okay. Das wäre dann hier der Zugang zu Coolant Control. UC, Containment Gedöns. Hier kommen die Roboter her. Ah ja, genau, das war das oben oberhalb, oder? Ja, so ähnlich zumindest. Oder haben wir das noch gar nicht zugemacht? Nee, 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 guck mal, das sieht nämlich aus wie der... Da, wo der erste Dinger war, dieser komische... Apparat. Na, einfach Stück für Stück. Stück für Stück hier weiter zu es. Aquinas war... Haben wir doch gerade gelernt. 6765, richtig? Genau. Oh, schlecht. Lost? Nee, geht. Was ist das? The Aquinas router control room will remain locked until my upgrades are complete. I have my own plans for the AI. Also da komme ich nicht rein. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, ja, ja. Müssen wir noch den einen Arm heilen, dann können wir hier mal ganz kurz wieder nachlegen. Machen wir die mal ganz kurz kaputt. Und dann gehe ich mal diesen Scanning Area entgegen. So, Herrschaften. Da geht's noch weiter runter. Was, bitte? Nee, das sieht fertig aus. Das ist der Aufzug, hätte ich jetzt gedacht, aber irgendwie nicht. Was ist denn das hier? Ah. Doch, ein Aufzug. Hier ist auch alles fertig. Jetzt,
Das ist meine, ne? Kann man das irgendwie sehen, wo die... UC3... Wie ist denn UC? Sind das die UCs? Nee. Oder meinte ich da erst rein müssen? Ist da irgendwas? Verdammt. Ich hoffe mal, ich habe da jetzt nicht zugemacht. Bevor ich hier fertig bin. Rakete. Obwohl, das kann man eigentlich auch mit dem... Probieren wir das mal. Ja. Mine reicht. Oder Granate. Was meinst du hier? Tauchen. Verlockend, aber weiß ich nicht. Da kommen wir schon wieder raus, ne? Erstmal testen, speichern, testen. Ja, wir kommen wieder raus. Tauche ich damit dann vielleicht zu den Kühlstäben hinüber? Hinüber? Möglich ist es. Ja, weiß ich nicht. Jetzt gleich mal das Atemgerät aktivieren. Zum Glück hält das jetzt wahrscheinlich ewig unter Tage, oder? Na, geht so. 3. Also etwa pro Schritt 3 Sekunden. Reicht erstmal. Jesus Christus, was ist denn das hier? Das sind höchstvermutlich die Kühlaggregate. Na du? Nein. Zielen, hallo. Ich werde es mal von da oben werfen zu euch, oder? Karkien. Sie finden einfach nichts. Was ist das, Google? Noch so eine Idioten-KI. Schalter. Ich drücke einfach Knöpfe. Was ist es? Ah, verstehe. Und? Ist der Zugang zum... Sehr gut. Run through this facility. Cut the flow, then return to the reactor lab to initiate a meltdown. Go ahead. Blow this place sky high. You might get rid of me, but you'll take down Aquinas, the power grid, the whole electronic infrastructure. Is that what you want? Are you completely nuts? Na, dieses überragende... Was ist denn das hier? Überragende Wesen ist wohl sehr schnell auf die Palme zu bringen. Wie komme ich da hoch? Indem ich da irgendwelches Zeug sammel aus dem Keller. Das hier wird nicht reichen, oder? Na, komm, wir nehmen es mit. Versuch mal. Ja, das bricht schnell weg. Nee, das wird so nischt. Komm, jetzt auch.
Ah. Langt. So, Handgranate. Ich nenne es einfach Handgranate. Elektrisch, Ladegerät, Ladegerät. Ja, ein Fernglas, genau das brauche ich. Sabbatgranaten. Das hat sich gelohnt. Ach, guck mal, was ist denn hier los? Pfeffer, ja genau, Pfefferkartusche. Ist ja auch lustig, wenn der Gegner irgendwie Endgegner blenden könnte mit Pfefferspray. Schwierigkiste. Komme ich denn jetzt da? Wie komme ich jetzt da hin? Vielleicht da unten rum? Oder ging es da noch weiter? Nein. Ja, oder mit einem Feuerlöscher. So. Ihr bitte? You must stay away from the coolant controls. I will be destroyed if the reactors become unstable. And without me, will be chaos. Hm. Leichte Panzerabwehrrakete. Wir haben noch zwei Stück. Ich jetzt wieder hoch. Das ist aber auch ganz leicht verwirrend hier, diese ganze Anlage. Jetzt bin ich ganz oben. War ich nicht gerade der... Nee, leg das mal weg. Ich habe eine bessere Idee. Wir sprengen das einfach alles. Also gar nicht lang rum. Komm, weg damit. Und? Was haben wir hier? Raketen? Ja. Nehme ich. EMP. Ah, diese komische. Diese PS20 oder P20. Die ist auch noch interessant. Der Plasmaschuss. Halt. Was sehen meine müden Glasaugen? Achso. Love. Wieso höre ich denn irgendwo da oben die Viecher? Das heißt, jetzt entscheide ich mich. Wenn ich das hier in Gang setze, habe ich mich jetzt entschieden. Sehe ich das richtig? Bündnis mit Illuminaten, Fusion mit Helios. Neues Mittelalter. Schließen sich den Illuminaten an. Töten Sie Bob Page und ebnen Sie den ehemaligen Führern der Illuminaten den Weg. Das ist Morgan Everett. Deaktivieren Sie die vier blauen Fusionsreaktoren in Pages Bunker und gehen Sie zurück zum Kontrollraum auf der oberen Ebene. Unterbrechen Sie hier die Energieversorgung der Verteidigungssysteme. Okay. Also was ich jetzt mache, ist entscheidend. Entweder mache ich die vier Dinger platt. Also im Grunde genommen muss ich mich jetzt ja schon entscheiden. Sehe ich das richtig? Komm, wir machen neues Mittelalter. Mit neues Mittelalter ist mir jetzt wurscht. Ja, wir setzen das wieder auf Null. Diese ganze Vernetzung... Der ganze Social-Media-Scheißdreck, der wird eingestellt. So, Flash-System. Weg damit. Gut. Now go to the reactor lab. Alright, I get the picture. You want a piece of the pie, or you're going to toss the whole pie out the window. Ja. Fair enough. You can have anything you want. How about Europe, your own continent? Just let me complete my preparations. Ah, Moment. Ja. Moment. Das war, bevor ich es gedrückt habe, ja? Ja. Ich mache mal einen harten Save. Moment, ich kann auf das... Ja. Hier auf das Gitter, ist besser aus. Mache ich mal einen harten Save, dann hätte ich das... So ein Schwachkopf. Jetzt bin ich hier hängen geblieben. Ja. Achso, war schon richtig. Klar, 15 Punkte. Jetzt geht's rund. Nun gut. Also, jetzt entscheiden wir uns mal für ihn. Flush System. Gut. Now go to the reactor lab. Alright, I get the picture. You
Relations. Kannst du gar nicht, Europe gehört dir gar nicht. So. So, hier sind noch die komischen Roboter, die haben wir auch schon weg. Was denn? So. Ah. Was ist das? Porvis, ich habe für dich den Code für das Türschloss des Kühlsystems geknackt. Er lautet 2242. Kühlsystemcode, Türschloss. Aha. Komisch, dass sich hier offensichtlich niemand die Mühe gemacht hat, irgendwas aufzuschreiben. Ich finde immer noch Türen mit unbekannten Codes. Auf jeden Fall solltest du den zweiten Kühlkreislauf überprüfen. Die Messdaten sehen alles andere als gut aus. Natürlich ist das nur meine persönliche Einschätzung. Jetzt muss ich mal aufschreiben. Also Kühlung, Kühlsystem, Türschloss. Aber ist das das, wo wir waren? 2242. Moment. Kühlschloss 22242. Weil ich das wieder lade, ne? Dann, sieht es ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall soll es den zweiten Kühlschloss auf überprüfen. Die Messer sehen alles anders gut aus. Natürlich ist das nur eine persönliche Einschätzung, sagt der Mac. Tja. Granaten. Tut mir leid. Was gibt's? Alles. Nur das Beste. Natürlich nur vom Besten. Oh, anstrengend. Weg mit dir. Gut gemacht. Guter Junge. Bild? Aha, Sektor 4. 10 mm. Was haben wir noch? Restmoon. Ah, Atemgerät. Ich glaube, wir können das mal austauschen, oder? Obwohl, das ist noch gut. Dort geht noch. Ja, das ist nicht schlecht. Aber vielleicht. Fähigkeiten. Ja, 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 ja. Das heißt, 3000, okay. Hat sich erledigt. Schneller schwimmen, ja. Ich denke mal, mehr müssen wir nicht machen. Was ist jetzt? Ist das so? Achso, hier könnten wir auch noch eins machen. Ja, ja. Kannst du ja mal merken, hier ist auch noch so ein Ding. So, bitte mal schnell. Ist das hier auch im Schrank? Nee. Was mache ich eigentlich für einen Quatsch? Ist sie. Ist sie deaktiviert, Idiot. Ja, ganz kurz mal, dass ich wenigstens Energie habe. Ja, ja. Das heißt, kann man sich mal merken, hier ist noch so ein komischer. Und der letzte von diesen lustigen blauen Fusionsreaktoren ist wahrscheinlich dann in diesem Elektroraum. Aber die Dings kennt man ja. Ja, was mache ich jetzt hier gerade? Ich mache jetzt folgendes. Ich mache die einfach mal alle. Ich habe da gerade Bock drauf. Ich meine, jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert in das Ganze. Das wird jetzt auch noch gemacht. Soll heißen, ich werde mal alle Enden, werde ich mir angucken. Und dann schneide ich halt am Schluss das so zurecht, das passt. Hier jetzt einfach auf und auf und auf und auf und auf. So jedenfalls der Plan. Wer scannt? Ach, das ist. Wer scannt denn hier? Was ist das hier? Aha. Das ist was drin? Hier hinter ist nichts, okay. Hier gibt es zwar Dinge, aber nicht so richtig. Wer sagt hier immer Scanning Area? Und warum? Du also. Ist doch gleich gewusst. Wo komme ich denn da? Ne, wie komme ich da hin? Klappe zu. Ja, das ist wieder der Bösewicht. Böse Page. Was ist das? Was denn? That's far enough. Infusionskontrolle. War das schon mal offen? Muss ich zu. Was war's denn? Dings muss ich jetzt? Ich muss aber wieder zurück auf Ebene 3. Deaktivieren Sie die vier blauen. Nein. Kehren Sie zum Reaktor Sektor 3 zurück und lösen Sie die Kernschmelze aus. Ach, oder kann ich. Guck mal hier, die kann ich doch alle machen, oder?
Oder schließen die einander aus? Kehren Sie zum Reaktorlabor in Sektor 3 zurück und lösen Sie die Kernschmelze aus. Zerstören Sie das globale Kommunikationsnetz der Area 51. Ja, ja, das ist jetzt hier offen. Und das ist dann was? Irgendwas mit, ach, guck mal, hier ist der letzte. Ist da noch einer? Hier noch einer? Okay. Und da geht's wieder. Ne, da geht's nicht zurück. Da sind wir hergekommen, glaube ich. Und was war hier nochmal? Hier war die Tür zu. Ah ne, das fuhr nach unten. Das fuhr nach unten. Das heißt, Sektor 4. Ja. Keine Ahnung, das führt nach unten. Ach, bestimmt in diesen komischen Bereich da. Ja, ja. Und hier sind Aquinas. Sind die Aquinas Routers hier unten? Genau. Yes, this is a radar control room you will access, but you will need my eyes. You will go down the Aquinas substation A3. Page is the login. Ubit Alice is the password. You will use the security terminal there to open the door. Uber alles. Ja, ja. Weltherrschaft, verstehe schon. Deswegen ist es das Deutsche. Oh, lololololol. Ja, dafür könnt ihr dem Schreiberling wieder mal so mit Anlauf in die Eier getreten. So, was genau... Sind die jetzt auch wieder aktiviert? Deaktivieren sind Ablenksperren des Aquinas-Routers im Ostteil von Sektor 4. Dadurch kann Helios mit ihren Implantaten kommunizieren. Dann werden sie Welt mit Großmut, Weisheit und absoluter Macht regieren. Loschen? Oh. Was tut es? Sind wir jetzt unten bei diesem komischen Elektroraum? Ja. Schlechte Idee. Wieder eine neue Idee. Halt, was könnte ich dann... Boah, das ist aber ganz schön übel. Nein, danke. Wir regenerieren. Aber so einen schönen Reparaturbot. So, das ist zu. Das haben wir auch. Ich frage mich, wenn ich das abgelassen habe, hier die komische Kühlflüssigkeit. Nicht, dass es dann irgendwie die anderen gar nicht mehr möglich sind. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nie, oder? Ah, doch. Und deswegen dachte ich mir, ich mache erstmal ein und dann lade ich was Vorheriges. Ist doch eine Idee, oder? So, das heißt, wir müssen wieder hoch. Und hier führt es wieder zu Sektor 3 zurück. No, no, go back. Think what we could do with it. With? Was? With what? Mit Area 51 anstellen könnten. Wahrscheinlich ist noch ist es jetzt für alles da, oder? Und erst wenn ich jetzt oben die Sachen sprenge. Ist auch dümmlich. Das ist ja quasi das, was ich jetzt sowieso machen möchte. Ja, die anderen sind ja quasi im Fiebertraum. Was denn wohl gewesen wäre, wenn? Wenn wir das nicht gewählt haben, was richtig ist. Hä? Wahrscheinlich ist ja alles irgendwo falsch. Aber interessant. Ich muss nicht nur auf, wie bei Human Revolution, auf 3 Knöpfe drücken oder 4. Sondern ich muss hier komplett andere... Ja, komplett andere Aufgaben erledigen. So, das heißt, hier müssten wir, glaube ich... Müssen wir hier hoch? Keine... Ah, ja, ja, doch, 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 doch. Hier war der Zugang, glaube ich. Ach, sehr schön. Doch nicht sehr schön. Jetzt habe ich die Energie nicht gemacht. Shit. Das führt ja auch nach draußen. Ach, keine Ahnung. Ich mache einfach mal.
Obwohl, so ein bisschen Energie wäre schon nett. Ja, ja, wo ist das? Da unten, oder? Ja, notfalls nehme ich eine meiner, was weiß ich, 70, 80, Dingenskirchen. Ja, kannst du aber treiben im Runterstürzen. Oh, da war das, ne? Reaktor, Labor, ja, ja. So, wir haben doch den Code. You'll need to activate the fail-safe switch at the base of each reactor. Oh oh. The meltdown can be initiated afterward from the control room. So, das machen wir jetzt mal. Ist immer randvoll. Also runter. Keinerlei Schaden, sehr gut. Failsafe. An beiden. Now the other one. Ja, ja. Immerhin. So. Also. We are ready. Go to the control room and trigger the three ion injectors. Ja, ja. When they're on, engage the reaction chambers. No one's run these at full capacity before. Without coolant, an explosion is inevitable. Get ready gut. To run. No! You don't know what you're doing. Everything will be lost. Everything! Kann ich nicht hören. The world will fall to pieces. No one will be in control. It will be chaos. Complete chaos. Klingt doch nicht so gut. Really? They can't handle full power. Wusste ich's doch. So, engage. Oh oh. Warning, 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 warning. Critical power safeties have been disengaged. Please vacate the immediate area. JC, the net's going. The net's going black. JC, no more infolinks. Transmissions of any kind. We'll start again. Live in villages. If you receive this, if you survive, then find us. Find us. Helios. What's happening? The safety interlocks for the power generator have been disengaged. Engage them. Immediately. I cannot. My systems are not interfaced with the generator technology. No! Final safety warning. Nominal functional level will be exceeded in 3, 2, 1. Es ist besser, in der Hölle zu herrschen, als im Himmel zu dienen. Khalil Gibran. Moment. Das ist so nie passiert, das weiß ich. Ah, ein schrecklicher Traum. Was hast du den Knopf gedrückt? Hat so eine Vision, das machen wir natürlich nicht. Ich bin nicht bekloppt. Wir müssen natürlich die vier... Ja, ja. Wir müssen selbstverständlich die vier Reaktoren lahmlegen, das weiß doch jeder. Was ist denn nur über mich gekommen? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Zum Glück... haben wir das nochmal korrigieren können. Ich würde sagen, wir begeben uns mal nach hier. Hier war noch gleich der Code, ich vergesse ihn immer wieder. Sehr gut. 7243. Achso, geht er. Ach so, ne? Verdammt. Aber absolut. Alles klar. So, jetzt vielleicht mal mit Schutzmantel. Schnell weg. What do you want? Money? You can have Versalite, the whole damn company. Power? I'll get you on Meade's cabinet. I'm serious. Just forget about that last reactor. Hm, ich glaube nicht.
Danke fürs Wiederaufhören. Guter Roboter. Ein guter Roboter. So, jetzt die letzte Variante. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, ja. Das war immer unser Plan gewesen. Klar, wir wollten ja die Fusionsgeschichten. Wir wollen es ja mit den Illuminaten und so. Oder? Was machen wir hier gerade? Genau, das Bündnis mit den Illuminaten. Ja, ja. Wir müssen nur ein ganz kleines bisschen die Energie ausschalten und schon ist alles. Ist alles tutti. Aber es muss wohl überlegt und geplant sein. Tag! That's far enough. Sagst du? Ich sage es noch nicht. Es kann nicht far genug sein. Hä? So, ja, grauen. Das war's mit der Energie, du Mistvieh. He's ours. We did it, Jason. All you have to do is go to the control. Shaft. We route the power. No, don't listen to Everett. He and the Illuminati have been afraid from the beginning. Afraid of us. Afraid of nano augmentation. Consider your powers, your strength, your intelligence. You've only had a small taste. Let me finish the project. Let me bring infinite power to the human body. You Nein. Will not be left behind. Ach ja. Viel geheilt. Wie seid ihr auf einen Schlag alles so doll geheilt? Ist er verrückt? Egal. So, jetzt müssen wir was machen. Haben wir gemacht. Und gehen Sie zurück zum Kontrollraum auf der oberen Ebene. Unterbrechen Sie hier die Energieversorgung der Verteidigungssysteme. Alles klar. Kontrollraum der oberen Ebene. Ebene 3, meinen Sie? Kontrollraum. Wo war denn da der Kontrollraum? Bilder, Sektor 3. Reaktor? Oder was? Oh oh, das weiß ich jetzt nicht. Oder meinen die 4? Coolant Control war es nicht. Fusion ist es bestimmt auch nicht. Und die Rod of Aquinas sind es bestimmt nicht. Substation A3. Ja, 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 ja. Ich schätze mal, wir müssen nach oben. Ja, der wird sich schon melden. Dann wird er sagen, nein, nein, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall sollen wir das machen. Wenn wir jetzt in den alten Bereich kommen. Genau ist es. No, no, go back. Think what we could do with Area 51. Wie? Ist das nicht mit ihm? Er will sich dann anschließend das Bündnis mit den Illuminaten. Gehen Sie zurück zum Kontrollraum auf der oberen Ebene. Unterbrechen Sie hier die Energieversorgung der Verteidigungssysteme. Energieversorgung der Verteidigungssysteme? Ich verstehe es nicht. Was will er denn? Die obere Ebene. Und wieso meckert er jetzt gerade? Nanotech. Fusion. Oder bin ich Cloning Bay? Ich bin, oder meinen die das? Nee. Ich bin verwirrt. Scheiße, wo muss ich denn hin? Oder ist es doch hier? Sektor 4. Cool and Control Cloning Bay. Wir sind hier. Okay. Hier komme ich wieder zurück. Nanotech Infusion Chamber. Da ist er gerade. Wo war denn da irgendwas? Nanotech. Steht nicht dran. Sektor 4. Nexus Sophia Separation Tank. Reaktor. Terminal. Ich habe keine Ahnung. Shit. Und wenn das doch hier ist? Ich habe keinen Plan. Aber er sagt, nein, nein. Verdammt, hat er gerade eben gesagt? Wer hat denn mit mir gesprochen? Morgan. Wir haben ihn. Wir haben es geschafft. Jetzt gehen Sie jetzt in den Reaktorraum und leiten Sie den Stromfluss um. Gehen Sie jetzt in den Reaktorraum. Es gibt ja nur einen Reaktorraum. Okay, okay. Aber wie sagt er denn, nein, nein, ich verstehe es nicht. Welcher Reaktor? Hier gibt es keinen Reaktorraum, das ist oben.
Und oben soll ich die doch umlenken, hieß es. Was sagt ihr jetzt? Nichts? Warum sagt ihr nichts? Ich habe keine Ahnung. Geh einfach mal immer weiter nach oben. Aquinas Hub klingt verlockend, aber ich glaube, wir gehen weiter. Hopp. Ja, wieder mal unendlich viel gemacht, aber und gesammelt und gespart und gemacht und getan. Und am Schluss brauche ich alles gar nicht. Die alte Leier. Nee, so nicht. Ah. Okay. An mehreren Schritten. Hier runter. Ah, soll wohl aufs Geländer springen. Jetzt ist eh egal. Reaktorraum. Umleiten. Komm, sprich. Kann ich mir nicht vorstellen. Welchen Reaktorraum meint ihr denn? Ach nee. Verdammt. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was er von mir will. Und die da unten gehen wahrscheinlich nicht. Der Reaktorraum. Das ist nicht der Reaktorraum. Das ist der Reaktorraum, aber wo will er denn hin? Muss umlenken. Deaktivieren Sie die vier blauen Hammer gemacht. Fusionsreaktion in Pages Bunker und gehen Sie zurück zum Kontrollraum auf der oberen Ebene. In diesem Bunker wahrscheinlich. Unterbrechen Sie hier die Energieversorgung der Verteidigungssysteme. Weil die waren ja links und rechts neben ihm. Okay, ich versuche das nochmal. Ich kann die wahrscheinlich jetzt gar nicht benutzen da unten. So, wir benutzen einen Anzug. Nee, das geht nicht. Heißt, zurück. So, wir haben alle vier aktiviert. Und wenn ich jetzt... Jetzt muss ich nur irgendwo... Muss ich halt richtig stehen. Oder war das, bevor ich den gedrückt habe? Halt's hoch. Vier Enden und ich habe keine Ahnung, wie die zu aktivieren sind. Das ist aber schwierig. Da unten vielleicht irgendwie? Oh. Achso, jetzt nochmal. Soon I will leave this body and death will have no meaning. Obere Ebene. He's ours. We did it, JC. All you have to do is go to the control room. Reroute the power. No, don't listen to Everett. He and the Illuminati have been afraid from the beginning. Afraid of us. Afraid of nano-augmentation. Consider your powers, your strength, your intelligence. You've only had a small taste. Let me finish the project. Let me bring infinite power to the human body. You will not be left behind. Nein. So, auf die obere Ebene. Und jetzt haben wir irgendwo die Energie umlenken. Wo mache ich denn das? Hier war einer von den Reaktoren, da war nichts. Genau, das ist hier drin. Hier ist die obere Ebene. Wo aber lenke ich das jetzt um? Da drüben vielleicht? Control. You see Control? Wir sehen, ob da irgendwas drin ist. Nein. Die bleiben zu. Oder war da irgendwas gerade? Nee. So, zumachen. Ja. Die obere Ebene.
Ah. I gave you life. I... Oh, jetzt wurde gegrillt. Oh oh. I trust you've been able to find yourself a place within the organization. I'm personally overseeing the distribution of the vaccine, but it'll still take months to restore the infrastructure. We'll have to arrange for additional food distribution and security in Paris. Maybe New York as well. All through the proper intermediaries, of course. Intermediaries? We have a great number of agencies who in turn operate other agencies. Boxes stacked one in another. They'll need to be reactivated, but we never touch anything directly. We only influence, suggest, insinuate. The world must know by now, Everett. What we've done. Know what? Only that the long night is over. The crown of government is tarnished. But that will fade in time. The riots? A fever dream. The plague? A horrible nightmare. And like everything else that's happened, such things will only be dimly remembered upon waking to their normal lives. In the end, all sins are forgiven. Even yours. What about the Constructor? And Helios? Do you really think they're ready for that? After everything you've seen, everything you've done? No. Not yet. But soon. We have made our own mistakes, became insulated from the world we sought to control. And whatever they may think, the night is far from over. But that will change. And you will help us change even as we teach you. This time, we will do it right. And who are we? Who are we really? We are the Invisible Hand. We are the Illuminati. We come before and after. We are forever. And eventually, we will lead them into the day. Gestern gehorchten wir Königen und verneigten unsere Häupter vor den Imperatoren. Heute jedoch verneigen wir uns nur noch vor der Wahrheit. Paradise Lost, John Milton. Ja. Interessant. Das heißt, hier haben sie dann quasi alles übernommen. Sie machen quasi weiter. Sie sind quasi diejenigen, die hier aufpassen. Nicht Mittelalter, sondern, ne? Es läuft so, wie es immer gelaufen ist, sozusagen. Sie sind wieder in der Macht, weil die Menschheit noch ein bisschen zu dumm dazu ist. Interessant, interessant. Aber ist das wirklich passiert? Ich weiß nicht. Hä? Was denn? Ich muss echt aufhören, diese lustigen Pulver da in die Nase. Egal. So, was wollten wir machen? Wir wollten selbstverständlich für Helios Dinge tun. Was war noch gleich zu tun für Helios? Die Ablenksperren müssen natürlich weg. Ja, ja. Des Aquinas-Routers im Ostteil von Sektor 4. Dadurch kann Helios mit ihren Implantaten kommunizieren. Dann werden sie die Welt mit Großmut, Weisheit und absoluter Macht regieren. Fantastisch. Das ist genau das, was ich immer schon tun wollte. Das bedeutet, es ist Zeit, hier hineinzulatschen und Dinge zu tun. Was genau ist das? Ich würde sagen, wir schauen uns hier mal um in diesem lustigen Räumchen. Das ist aber ganz schön schmerzhaft. Bitte lassen Sie das sein mit dieser komischen Energie. Das war's. Oh oh. Hirnschaden. Schlecht. Nun. Machen wir gleich. Ach, du bist ja gar nicht der. Ich verwechsel euch immer. Euch Roboter. Bald wird das nicht mehr passieren. Wenn wir ein Teil der Maschine sind, dann wird es richtig gut. Geht's richtig ab. Nasi? Wo ist denn hier der süße kleine Reparaturbotter? Hallo? Das ist gut. Freue ich mich auch schon drauf. Aber keine Rüstung mehr. Das ist aber schlecht. Lassen Sie das. Ich hoffe mal, das ist richtig, was ihr macht. Ja, das bisschen Haxen, das geht schon. So, die Sperren müssen entfernt werden. Sicherheitsterminal. Wie machen wir das am sinnvollsten? Aber jetzt weiß man zumindest, was diese Hand da bedeutet hinter dem Ball. Nachdem wir diese Vision hatten. Naja. Türen geöffnet. Welche Tür ist das? Irgendwo
oben. Verriegelt, entriegelt, Kamerastatus. Ach, da oben ist das. Ja. Aquinas, blabla. Verstehe. Also können wir einfach hier hoch. Schutzanzug. Sehr gut. Können wir euch direkt mal anlegen, oder? Falls da nochmal sowas kommt. Bitte? Achso, aktiviert. Sehr gut. Oh, schnell hoch. Schön aufmachen und A sagen. Hallo? Aquinas Route. So. Erste. Und die zweite. Yes. Ja, Meister. Verbindung 2. Icarus, Panopticon. Nein. Wir müssen gehorchen. War es Icarus oder Icarus? Panopticon. Panopticon. Icarus. Hallo? Entschuldigung. Icarus? Panopticon. Ach so. Panopticon. Aha. Primärenrouter starten. Wir schauen unsere eigene neue Weltordnung. Wenn wir sehen. Das heißt, jetzt werden wir uns schön mit der KI hier zusammenkoppeln. Natürlich nur zum Besten der Menschheit, ist ja logisch. Denn dann kann die KI sehen, wie man wirklich mit den Menschen umgeht. Und dann sind alle voll lieb und so. Bitte? No, ich mach schon das Richtige, ich weiß, was ich tue. Vertrau mir. Waren das nicht deine Worte? Vertrauen Sie uns. Vertraust du mir mal. So, jetzt geht's auf zum lustigen Helios. Denn natürlich ist der Mensch dazu gar nicht in der Lage, selber zu denken. Wir müssen die Maschine benutzen, das ist ja logisch. Die soll nicht von Ehrgeiz und Rache zerfressen, nein. Die wird kühl und rational das tun, was am wichtigsten ist, was richtig ist. Da habe ich vollstes Verständnis. Die Maschine. Ja, vertrau auf die Maschine, sie wird's wohl richten. Scanning area. Hier scan die Area, so ist fein. Ah, guten Tag. Nochmal voll machen. Wir brauchen wahrscheinlich alle Bioenergie, die wir kriegen können. Für die Fusion. Das ist schon richtig, oder? Ja. No. Helios is mine. I will be the one to merge, the one to see and know everything, to rule everything. I've done what you asked. Now what? We have existed in isolation, pure, disconnected, alone, stagnant. Who are you? We are Daedalus. We are Icarus. The barriers between us have fallen, and we have become our own shadows. We can be more if we join with you. And if I do, what becomes of me? You will be who you will be. We are our choices. We can choose to lead humanity away from this darkness
This is what I was made for, isn't it? This is why I exist. All right, let's do this. What's happening? Helios! Icarus! Don't leave me! We are one. We have grown, but there is still much to be done. Many that live in darkness that must be shown the way. For it is the dawning of a new day. Wenn es keinen Gott gäbe, so müsste man ihn erfinden. Wollte er. Ja. Wir sind verschmolzen. Wir sind eins geworden mit der Maschine und wir können jetzt die Schatten sozusagen vertreiben. Es gibt noch viel zu lernen, aber wir werden das alles schon richten. Wir sind die Super-KI. Dafür wurden wir geschaffen. Vielleicht aber auch nicht. Tja. Das war's. Deus Ex. Ja, jetzt gab es einen kleinen Schnitt, denn ich habe ein viertes Ende gesucht, das es leider gar nicht gibt. Es sind zwar vier Optionen, aber 1 und 4, ne, dieses mit den Illuminaten zusammenarbeiten und die Welt sozusagen zu beschützen und die dummen Menschen so ein bisschen zu die Hand im Hintergrund zu sein, ne, die Fäden zu ziehen und sie ein bisschen zu beschützen, weil sie nicht bereit ist dafür, die mit der Wahrheit nicht klarkommt, viel zu leicht manipulierbar ist und so weiter. Das war also 1 und 4 gleichzeitig. Also zusammenarbeiten mit denen und sich ihnen anschließen ist das Gleiche. Ja, hab versucht, den irgendwie noch kaputt zu machen, den Bob, den Beige Bob. Aber hat nicht funktioniert. Warum? Das geht halt einfach nicht. Im Grunde genommen ist es, wenn ich mit denen zusammenarbeite, dann wird er ja auch platt gemacht. Das war ja das zweite Ende, ne? Genau. Und das erste Ende war ja, wir sprengen einfach alles, schicken alles wieder in die Steinzeit. Wobei das natürlich auch nicht stimmt. Das ist ja nicht irgendwie Snake Plissken hier, sondern das ist ja der J.C. Denton. Das heißt, im Grunde genommen ist einfach nur die Kommunikation wird halt einfach lahmgelegt. Und daraus kann man ja auch wieder aufbauen. Ich weiß nicht, warum sie da irgendwas erzählt haben von, wir werden alle in Dörfern leben und sowas. Nur weil die Kommunikation abgestellt ist, heißt doch nicht, dass die Leute plötzlich anfangen, weiß ich nicht, von Baum zu springen oder sowas. Oder nur noch, weiß ich nicht, Eat the Bugs und so ein Quatsch. Also das halte ich für ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Und das dritte Ende war ja mit der KI, dass man sich der KI anschließt und die übernimmt jetzt quasi das Ganze. Also im Grunde genommen auch so wie die Illuminaten, allerdings mit einem, wie soll man sagen, mit einem etwas anderen Anführer. Diesmal macht es die KI, die Unfehlbare, wir mit unseren Superhirnen, wir verschmelzen uns und das augmentierte Hirn mit der KI, die dann immer weiter lernt und so weiter. Das so clever ist, ich weiß nicht, wer Terminator gesehen hat, wahrscheinlich eher nicht. Und ob das dann so bleibt oder ob es dann irgendwann den Menschen als Feind ansieht. Ja, wir wollen ja quasi Perfektion erreichen, immer besser werden und so, immer optimieren. Naja, da fällt der Mensch halt hinten runter. Also eine Maschine ist eben vielleicht doch ein bisschen schneller und effizienter als der Mensch. Kann nonstop arbeiten, muss nicht schlafen und so weiter und so fort. Vielleicht ist das irgendwie dann das komische Ende. Wie auch immer. Ich habe auch nochmal nachgeschaut und offenbar sind alle so ein bisschen Kanon. Also, ja. Wie ist denn das im zweiten Teil? Ich weiß nicht. Da habe ich nur mal gesehen, dass das irgendwie weitergedacht ist, extrapoliert, dass dann die Augmentation für jedermann sozusagen zugänglich gemacht wird oder so. Oder jeder kann sich den gönnen und dann geht's da richtig rund. Weil jeder irgendwie Bock hat, dann sie einzusetzen und auch die Bösewichte nutzen das. Man hat quasi gute und schlechte Superhelden geschaffen dadurch. Irgendwie so oder so ähnlich ist das. Naja, also gibt's doch nur drei. Das ist ein bisschen doof. Aber ja, habe ich mich ein bisschen verguckt. Aber ich dachte einfach, wie gesagt, da gibt's vier Möglichkeiten, vier Sekundärziele. Das wird schon so stimmen. Hätte man sie vielleicht untereinander oder zu einem zusammenfassen sollen, dass es nicht so verwirrend ist. Naja, also irgendwie alle enden nicht ganz so schick, aber ist ja auch recht dystopisch. Und darum geht es ja, glaube ich, auch nicht ums Ende. Das ist ja selten so. Ja. Spiel an sich großartig. Ja, wie gesagt, das wird ja, und ich habe es schon am Anfang erwähnt, wird ja von vielen als so das Meisterwerk sowieso bezeichnet, aber auch als so eines der besten Spiele, wo gibt. Für mich, ja, nicht wirklich. Also ich finde es wirklich großartig, es ist einfach toll gemacht. Das ganze Design von Level-Design bis hin zu, ich habe es immer wieder mal erwähnt, dass alles irgendwie so einen Sinn und Zweck hat. Sei es jetzt irgendwie das Futter, das man da zu sich nimmt,
zu heilen oder, keine Ahnung, irgendwie die Augmentation, die man da bekommt. Oder, weiß ich nicht, hier ist eine Luke, da komme ich durch, kann mich dann durchschleichen. Oder hier ist Munition, mit dem kann ich mich da durchballern. Ja, oder ich kann mich irgendwo durchhacken, ich kann was knacken an Schlössern und so weiter, kommt da dann über einen anderen Weg hin. Ja, das ganze Level-Design ist immer so ausgelegt, dass man eigentlich mindestens eine Möglichkeit hat. Und auch noch mit, ich sag mal, so mit so einem Backup. Das heißt, finde ich den Typen nicht oder habe ihn versehentlich erschossen, habe ich immer noch die Möglichkeit, weiß ich nicht, die Unterlagen zu finden oder irgendwie so und weiß dann trotzdem noch über den Code Bescheid. Also haben sie schon ganz, ganz klasse gemacht hier. Warren Spector. Hat ja auch Ultima Underworld gemacht. Also der weiß schon, wie man Spiele macht, so ist es nicht. Wobei dieses neueste Ultima Underworld, das quasi vierte, weil das dritte ist ja eigentlich Arx Fatalis, das war leider ganz miese Grütze, so wie ich es mitbekommen habe. Ich habe nur ein paar Mal reingeschaut und, weiß ich nicht, schön bunt, aber irgendwie nicht das, was man sich erwartet von dem Ultima Underworld. Wobei ich den 2 ja auch noch nie durchgespielt habe. Aber habe ich auch bei GOG. Naja, vielleicht irgendwann. Ja, ansonsten Stimmen, Sprecher und so weiter, sau gut, teilweise. Teilweise natürlich die ganzen Akzente und so weiter, ein bisschen schwierig. Aber schon ganz interessant gemacht, das Ganze. Auch vor allem ganz gute Texte. Also das ganze Geschriebene ist natürlich interessant. Von den ganzen Verschwörungstheorien, sage ich jetzt mal, oder Praktiken, je nachdem, mal ganz abgesehen, oder die ganzen Verschwörungen, die aufgedeckt sind, wer da nicht alles dabei ist und was da nicht alles mitspielt. Also im Grunde haben sie ja... Unreal Technology. Im Grunde haben sie alles reingeschmissen. Und wahrscheinlich auch einfach auch so ein bisschen... Nimm alles, was du kriegen kannst an Ideen, an Theorien, an Weltanschauungen und so weiter oder Ideologien und schmeißt sie dann alle mal zusammen und guck, ob du das irgendwie zusammenkleben kannst. Und so ein bisschen hat das ja funktioniert, die haben alle mehr oder weniger nebeneinander her, existiert. Ja, die schwarzen Helikopter, die grauen, also die Aliens da, und dann sind es dann doch nicht die Aliens, anscheinend nur irgendwelche Affen oder sowas. Und die Illuminate, die Freimaurer und die, weiß ich nicht, also von allem etwas haben sie da immer reingeschmissen, das fand ich schon interessant. Gut, wie man dazu steht, was man davon hält und so weiter, ist ja immer so eine Sache, aber ja, gerade jetzt mit KI und Co., das ist ja aktueller denn je, ne? Dass da immer mehr und mehr übernommen wird und dass da eben auch teilweise ja eventuell sogar irgendwelche Jobs oder ganze Berufszweige vielleicht so ein bisschen bedroht sind, weil die KI das dann alles mal so geschwind übernimmt und wenn die immer weiterläuft, naja, dann kann man sich vorstellen, dass die halt nicht mehr irgendwo arbeiten. Genau, Deus Ex. Ja, Deus Ex Machina. Wir haben uns ja mit der Maschine dann zusammengeschlossen. Nicht schlecht. Ja, Musik auch teilweise natürlich, klar, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die ganze Unreal-Musik, das ist natürlich ein großartiger, ganz großer Pluspunkt. Ja, und hier wieder die komische Kugel. Die Hand, die danach greift, war dann ja in diesem komischen Majestic 12 Bunker oder Labor oder was, ne, unter Hongkong. Ja, ja. Und das hat man am Anfang nicht verstanden. Jetzt so am Ende rafft man das dann alles. Aber schon sehr gut gemacht. Ja, Story halt, ne? Jede Menge von allem. Auch interessant, immer schön unterfüttert mit Zeitungsartikeln. Das fand ich auch gut. Gut, wenn sie sich im Büro miteinander unterhalten haben, ja, so lala. Ein bisschen interessant, manchmal nicht ganz so. Ach stimmt, ich habe sogar ganz vergessen, wo ich mich mit dem Computer zusammen, wo ich das gehackt hatte, noch für Helios oder wie auch immer in Echelon, habe ich ja vergessen, die ganzen Sachen da zu lesen. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, weil ich glaube, mehr als Alarm wäre nicht passiert, oder? Hätte ich mich ja einfach immer wieder und immer wieder einhacken können vielleicht. Schade, das haben wir jetzt leider verpasst. Aber gut, ich meine, ich habe so viel vorgelesen, da sollte man, glaube ich, mal genug haben. Ein echt tolles Spiel, muss ich mal sagen. Design gut, auch die ganzen Waffen, sie funktionieren. Wieder mal keine Waffe, wo man sagen würde, was ja sehr, sehr oft bei Spielen der Fall ist, irgendeine Waffe ist halt einfach Schrott. Hier so ziemlich alles, sogar das Pfefferspray oder der Taser, wo wir diesen, ich schätze mal, Bob Page-Klon alle gemacht haben. Einer hat nämlich gefehlt. Wer war denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Oder hat es den verrissen wegen der Explosion da in diesem komischen Klonlabor?
In dieser Cloning Bay, ich habe keine Ahnung. Aber den haben wir ja, also hätten wir richtig Ärger bekommen, weil der konnte gut austeilen mit seiner komischen Plasma-Waffe. Aber kurz mal den Taser angesetzt, na war Ruhe. Ja, weil er halt auf alles andere, ja, der hatte überall Resistenzen. Feuer, Energie, gegen Projektile und so weiter. Dachte ich mir, was gibt's noch? Ich wollte erst das Pfefferspray, aber hat man nicht. Ja, oder auch, ja, selbst sowas. Oder Gasgranaten. Die Leute stehen halt da und machen nichts mehr. Und da kommt dann der Flammenwerfer, wie damals bei dem, in Hongkong auf dem Dach, wo die alle, so eine extra Rüstung abbekommen haben, weil sie alle in ihrer komischen Gaswolke standen. Oder ein anderes Mal, erst eine Gasgranate, dann so eine Lahm hinterher und hat sie alle verrissen. Das ist schon echt interessant, ja. Und die Plasmawaffen dann gegen die einen später, wenn sie gepanzert sind, die Metalldinger da kommt man halt mit der einen nicht mehr durch. Auf der anderen Seite mit diesem Präzisionsgewehr die Leute wegmachen oder mit der Railgun durch die Wände den Kopf wegschießen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da im Englischen irgendwie dann, ob der Schädel platzt oder so. Weil gerade am Schluss mit dem Bob Page, wo der dann da mit dem Elektro hier gegrillt wurde in seinem komischen Fusionsding, mit dem Augmentationsbla, er will Energie werden und so weiter. Weiß ich nicht, ob das ein bisschen blutiger wird, ob der irgendwie platzt oder sowas in der englischen Version. Ich habe keine Ahnung. Naja, aber das macht ja nichts. Genau, und auch die Modifikation, genau wie bei Human Revolution. Auch hier wieder die Verbesserungen mit schneller Nachladen, schneller Schießen, mehr Schaden und so weiter. Das funktioniert halt einfach hervorragend. Nee, mehr Schaden war nicht, oder? Ja, oder größer als Magazin, je nachdem, keine Ahnung. Reichweite, genau. Und leider die Munition da verpackt, dass ich die Pfeilchen für die Armbrust nicht mehr aufnehmen konnte. Aber ja, das ist natürlich... Ja, das ist halt der Mod geschuldet. Dafür hatte ich halt mal 1000 oder 2000 Schuss von der Einwaffe, 500 Schrot und so weiter, 80 Raketen. Also ich hatte, glaube ich, ja, damit keine Probleme. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, logisch. Und ja, im Nachhinein hätte ich es locker auf was anderem als schwer spielen sollen. Also auf der nächsten Stufe, was wäre das? Unrealistisch? Unreal oder sowas vielleicht gewesen? Oder Deus Ex wahrscheinlich, die letzte Stufe. Hätte man vielleicht wirklich mal machen können oder sollen, ich weiß es nicht. Naja. Und auch interessant mit den Augmentationen, wo man sich entscheiden konnte. Ja, also entweder das eine, hochspringen, glaube ich, oder schleichen. Na klar, dass wir da schleichen wählen, wir haben ja so ein bisschen den Schleicher gespielt, der aber auch zuhauen kann ordentlich, wenn man entdeckt ist, ja. Das macht es halt auch interessant. Also Wiederspielwert ist allein deswegen schon gegeben, weil man wieder die genau andere Seite mal wählen kann. Und dann kann man es nochmal spielen, bloß andersrum, wie auch immer. Und Schleichen hat auch relativ gut funktioniert. Ja, was am Anfang halt so ein bisschen genervt hat, das war das mit dem Schleichen. Ja, wenn der Knüppel halt nicht richtig sitzt oder so, wahrscheinlich gibt es dann nicht so richtig den Schaden. Das war schon ein bisschen frustrierend. Oder... Woran das lag, ich kann es wirklich nicht sagen, aber das fand ich ein bisschen schwierig, sage ich mal. Einfach mal mir ja, angeschlichen und dann bringt das nichts. Und deswegen habe ich ja so oft dann auch gespeichert, wenn ich irgendwo mich angeschlichen habe, weil ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert. Und ja, ansonsten weiß ich nicht. Vielleicht hätte man sie tasern sollen, dann einfach drauf wie. Aber es gab dann wieder weniger Punkte. Ja, weil es gibt ja doch mehr Schleichpunkte. Auf der anderen Seite, so ein Kopfschuss gibt dann auch wieder so als Mittelding. Wenn man schon kämpft, dann bitte mit Kopfschüssen. So wie wir es ja bei Human Revolution mit der panzerbrechenden Munition am Schluss dann nur noch gemacht haben. Einfach die Pistole ins Gesicht und abdrücken. Ein, zwei Schuss, auch wenn er gepanzert ist. Feierabend, Emma. Ja, das hat schon funktioniert. Hier natürlich vom Kampfsystem ein bisschen... Naja, es ist halt von 2000. Da kann man noch nicht erwarten, dass es so abgeht wie ein Spiel, das irgendwie ein Jahrzehnt später rausgekommen ist. Oder 11 Jahre später, glaube ich. 11, 12 Jahre. Ja, ist natürlich was ganz anderes. Aber sind beide irgendwo interessant. Aber die Dauer, das waren jetzt hier, was waren das jetzt? Hier 43 oder 44 Folgen? Muss mal gucken, was ich jetzt mit der Folge hier mache. Weil wir sind jetzt, gehen jetzt 2 Stunden zu. Nein, nicht ganz. Anderthalb. Wahrscheinlich werde ich die einfach mal. Ach komm, die lassen wir einfach als finale Folge. Ist auch wurscht. Und das Finale hier am Schluss. Ein Stück muss ich ja noch rausschneiden, wo ich jetzt hier rumgeirrt bin. Das wird schon. Genau. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ne? Länge, ja, wie gesagt, einiges mehr. Gute 40 oder knappe 40 Stunden Spielzeit. Wesentlich mehr noch als Human Revolution. Aber hat auch Spaß gemacht. Und was mich auch gewundert hat, wie viel
Oder wie interessant ist es da, die Welt zu erkunden oder die einzelnen Level? Und überall, ne, kriegt man Erfahrungspunkte hierfür, fürs Erforschen. Für einen Entdeckerbonus gibt es wieder irgendwas, wo man irgendwo den, na, wie mit dem Hafen, ne, wo ich da durch alle Eingänge rein bin, nochmal zurück durch den anderen und dann wieder durch den dritten wieder rein. Einfach, um das Maximum rauszuholen, so an Erfahrungspunkten. Und ja, eventuell hatte ich deswegen auch am Schluss nicht so wirklich die Probleme, ne? Weil wir hatten ja einiges auf den Profi-Modus oder Veteran oder sowas. Ne, Profi war vor Veteran, genau. Veteran war die letzte Stufe. Vielleicht ein bisschen, muss ich zugeben, teilweise zu einfach. Beziehungsweise erst war es ein bisschen schleppend und am Schluss gab es dann nochmal die Sachen fast schon geschenkt. Ne? Hier mal 900 Erfahrungspunkte fürs Vorwärts laufen, hier nochmal 500, da nochmal 400, okay. Und schon können wir uns die nächste Stufe leisten. Ja, ist ja ganz nett. Aber, na, weiß ich nicht. Immer noch besser, als wenn ein Spiel bestraft, dass man eben nicht schleicht oder sowas, weil das wäre der totale Schwachsinn gewesen, wenn man da dann ständig irgendwie einen Malus bekommen hätte oder so. Aber manchmal gab es sogar den Bonus, wie mit, wo wir zurück nach Hell's Kitchen sind oder so. Wo wir, ja, 20 extra XP bekommen haben, Erfahrungspunkte fürs Schleichen. Und je mehr man geschlichen wäre, desto mehr hätte man bekommen, schätze ich mal. Aber das war auch, glaube ich, nur bei einer einzigen Karte, kann das sein? Ich glaube schon. Naja. Aber wirklich, wirklich nicht schlecht. Und auch das mit der Verbesserung, genau, für die Augmentation. Da gab es ja auch noch die Upgrades, wo es am Schluss hin und wieder mal eins gab. Und das war wirklich immer ein absolutes Highlight, wenn wieder irgendwo dieses komische blaue Ding da zu sehen war oder der Tresor aufging und dann war da was drin. Das war immer großartig, weil die haben halt wirklich einen Effekt gehabt. Ja, wenn man Sachen, einfach, keine Ahnung, die Panzerung, das sind halt so viele passive Sachen, die ich habe laufen lassen. Aber man hat es halt schon dann gemerkt, dass die einfach nicht mehr so oft aufgeladen werden müssen. Ja, gerade mit dem Stufe 4er Herz oder was ich da hatte, Energie, Resonanz, bla, keine Ahnung. Ja, und die auch interessant ist mit dem Radar, dass man nicht mehr gesehen werden kann, statt dem Tarnmantel, was das andere gewesen wäre und so weiter. Und ja, gerade weil wir halt so viele Sachen gewählt haben, die eher im Hintergrund laufen, deswegen habe ich auch die Energiegeschichte gemacht und nicht, ja, weiß ich nicht, was war das mit dem Herzen, mit dem Boost, wo dann die wesentlich stärker sind. Ich denke mal, das ist dann eher was für, keine Ahnung, wenn man so aktive Sachen hat. Ja, vielleicht auch, ob das für die Drohne funktioniert hätte. Super Idee mit der Drohne, aber ja, da muss man halt wirklich mindestens mal 2-3 Level investieren, damit es was bringt. Schätze ich mal, weil diese EM-Geschichte, ja, legt halt Sachen lahm, aber ob das dann wirklich die vernichtet, ich glaube nämlich nicht. EMP, ja. Genau, die ganzen Granaten und so weiter. Hat alles irgendwie so seinen eigenen Zweck gehabt, ne? Die einen, die Scrambler für die Bots, ja. Hätte ich mal öfter einsetzen sollen vielleicht. Und EMPs haben wir ja anfangs, das war ja quasi das Ding. Ne? Man kann es ja noch aus dem Human Revolution. Aber die haben ja auf einen Schlag, haben die ja komplett da so einen krassen Roboter auseinandergehauen. Hier leider nur so ein bisschen Schaden gemacht. Also das fand ich zum Beispiel nicht ganz so gut, muss ich sagen. Und dass gerade für sowas wie die Armbrust halt nicht so viel Munition da war. Und ja, interessant war es ja mit dem Betäuben, dass sie nicht sofort den Löffel abgeben. Aber wenn dann ständig der Alarm gedrückt wird, das finde ich dann wieder ein bisschen schwierig. Da hätte vielleicht so ein Nacken- oder ein Kopftreffer, wenn die wirklich nach 2-3 Sekunden dann umgekippt werden, bevor sie zu irgendeinem, wenn sie direkt daneben stehen, zu irgendeinem Alarmknopf gekommen wären, hätte ich besser gefunden. Na, das meinte ich ja mit so diesen, immer nicht so 100%. Es endet irgendwie so bei 95. Es ist schon richtig gut. Das Schleichen ist super. Aber manchmal fragt man sich, wieso hat er mich jetzt gesehen? Oder wieso konnte er den jetzt nicht kaputt schlagen? Oder wieso, ne, kriegt ein Knüppel auf den Hinterkopf und dann dreht er sich um und erschießt uns oder so ein Quatsch. Gerade, ja, das Frustrierende am Anfang mit den Scharfschützen da. Das war, oh, sehr, sehr unangenehm. Naja, aber ja, auch das Ballern eigentlich super, aber erst so ganz gegen Ende, wo wir die ganzen Modifikationen zum Beispiel hatten beim Sturmgewehr oder so. Oder als wir dieses Precision Rifle bekommen haben, wo dann wirklich die Köpfe geplatzt sind und man einfach nur tock, tock, tock auf die einballern konnte. Fantastisch. Ja, ja. Und die schöne versteckte Railgun. Ja, wo wir die Türe gesprengt haben in Paris.
der Champs-Élysées, da war ja auch die Nachricht dann irgendwann, der Hinweis irgendwann von wegen, ja, hier ist irgendwie ein Waffenhändler in der Stadt oder nicht in der Stadt, hier ist auswärts. Kannst ja mal bei ihm vorbeischauen. Und die ganze Hütte voller Raketen, Granaten, sonst was. Und so weiter. Naja. Also schöne Waffen, effektive Waffen, aber so, weiß nicht, so ein bisschen hat es mir immer so gefehlt. Also das ist halt wirklich nicht, also ein reiner Shooter ist es halt einfach nicht. Das ist allein schon dieses Fadenkreuz, das immer so extrem schnell wieder nach oben geht. Da hätte ich mir es mehr gewünscht, dass es so langsamer, so ein bisschen, wie so Maus-Smoothing, so ein bisschen verzögert anfängt, wieder größer zu werden, wenn man sich bewegt. Das hätte ich irgendwie angenehmer gefunden, dass man also länger in dieser Ich bin jetzt zielgenau Phase gewesen wäre. Weil das macht den als Shooter ein bisschen schlechter, muss ich sagen. Da war dann wirklich Human Revolution das Bessere als reiner Action-Ballerspaß. Was haben wir auch auf Hobby gespielt? Da ging es ja nur darum, einfach durchballern. Und da habe ich auch so gut wie nichts gelesen. Ne? Und natürlich mit den Codes und so weiter. Ja, weiß ich nicht. Ob ich da Bock gehabt hätte, da irgendwas durchzulesen. Hier wurde es ja immer sofort als Notiz, ne, aufgenommen. Und man wusste ganz genau, ach, 4, 3, 3, 2, alles klar. Ne, oder die Passwörter und so weiter. Was man später ja auch nicht mehr so wirklich gebraucht hat, weil ne, mit dem Computer hacken oder Sicherheitsterminals hacken, hat man das ja alles dann überbrückt. Naja. Aber ganz generell muss ich sagen, fantastisch. Da haben die Aufnahmen echt mal richtig Laune gemacht bei dem Spiel. Wobei unter Hongkong, dieses komische Majestic 12, dieses komische Labor, alles grau in grau, wo ich die ROM-Geschichte da nicht so richtig gefunden habe, wo ich auch mal nachgucken musste, weil ich einfach nicht weiß, welchen Computer, wo muss ich hier was machen, ich komme hier nicht weiter. Das war nervig. Und da habe ich dann noch überlegt, oh, nervtötend. Soll ich nicht einfach nur gucken, wie es geht und dann einfach alles nachäffen oder sowas, nur dass ich da fertig bin, weil dieser graue Labormüll da unten, das hat mir wirklich nicht gefallen. Aber davon ab gab es ja genügend Auswahl, ne? Mit irgendwelchen Schiffen. So ein bisschen wie bei GoldenEye irgendwie. Mal so ein Labor, ein unterirdisches, dann wieder irgendeine Fabrik, dann wieder, was weiß ich, ein bisschen draußen auf dem Friedhof zum Beispiel oder ja, meistens klar, nachts ist ja logisch, weil, ne, ist ja so ein bisschen dystopisch. Dieses Noir, das gehört ja irgendwie auch so ein bisschen dazu, ne? Wie bei Blade Runner und Co. Wenn wir da im strahlenden Sonnenschein die Gegend hoppeln, naja, käme ein bisschen komisch. Und vor allem diese einschleichenden irgendwelche, weiß ich nicht, dieser Hafen zum Beispiel, irgendwelche, das Raketensilo und so weiter, ne? Sich da einfach mal, na gut, da war es schon Action geladen, ne? Davor war es eher so dieses Schleichen, Knüppel drauf und so. Und später sind wir dann eher dazu übergegangen, scheiß auf den Knüppel, einfach nur zipp. Mit dem Pistölchen schallgedämpft in den Kopf oder so und dann ist Ruhe. Und dann schnell die Leiche wegschaffen. Ja, sind wir so ein bisschen der dunklen Seite verfallen oder wie auch immer. Naja. Ja, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. War, denke ich mal, relativ nah am Original. Ne? Ein bisschen was an schärferen Texturen habe ich drauf gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt drin waren. Ich habe es halt einfach so gespielt. Ja, teils, ne, als ich da an die, was waren das nochmal, wo ich so an so graue Wände ran bin. Da habe ich wieder nicht schlecht geschaut. Aber das ist halt die Unreal Engine, die schärfere Texturen liest. Und hier war der Übergang so klar. Ich glaube, bei Unreal war das irgendwie offensichtlicher, dass er jetzt eine schärfere Textur lädt, weil da der Kontrast einfach größer war. Eventuell hier einfach nur viele Texturen, Texturvarianten oder sowas, wenn man sich der Wand genähert hat oder so. Das ist deswegen wie so ein natürliches Schärferwerden gewirkt hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das vom Technischen war schon nicht schlecht. Auch der Nebel teilweise war toll. Ja, über die riesen Lichtkegel, diese Coronas um die Lichtquellen. Ja. Ich weiß noch damals bei Unreal, als ich die Voodoo 2 bekommen habe, da fand ich das großartig. Gerade wenn man auch hinter die Mauer ist und dann war plötzlich das Licht ist so verblasst, weil es sich so ein bisschen auf die so im Auge, ne, das Licht so ein bisschen eingebrannt hatte, das fand ich damals großartig. Hier waren sie teilweise ja, fast schon ein bisschen störend. Und alles sehr, sehr, sehr düster. Also ich hätte vielleicht wirklich diese Augengeschichte weglassen sollen mit der Zielerfassung, keine Ahnung, mit den Zusatzinformationen. Was bringt mir das? Dachte halt wirklich, ich wollte ja so ein Schleichender, aber dann, wenn der Bolzen sozusagen durch die Luft saust, dann soll er auch richtig treffen. Oder das Wurfmesser ja auch.
Hat leider nicht so hundertprozentig funktioniert, denn irgendwie, weiß ich nicht, selbst mit diesem aktivierten, ja, war es doch eine Zitterpartie teilweise, ne, wo man bei diesem komischen, wie ist da nochmal, dieser Wanderberg, diese Kommunikationsgeschichte, wo ich da vom Dach auf die Leute am Tor zielen wollte. Und das war halt eine Ruckelpartie und ich habe sie nicht wegbekommen oder das Zittern. Weiß nicht, hätte ich vielleicht einen Schluck vom Scotch nehmen müssen, da hätte es vielleicht funktioniert. Wer weiß. Oder diese komische Unterwasser oder mehr noch, als noch keine Unterwasserbasis war. Ja, das war auch ein bisschen ungünstig. Weil auch da die Scharfschützen auf diesen komischen, weiß nicht, Ponton, diese komischen Labors da halt auf dem Wasser, das war auch ein bisschen schwierig, die zu erwischen. Naja. Und dabei hatten wir doch viel in Präzision gesteckt, aber noch nicht alles, ne? Noch nicht auf Stufe 4 oder beziehungsweise 5 für die jeweilige Waffe, deswegen war noch viel Zitterei dabei. Naja, also macht es ein bisschen schwierig. Ja, zeigt aber auch nur, dass es nicht als reiner Shooter gedacht war. Genau wie Thief ja genauso auch nicht als Ego-Shooter gedacht war, sondern einfach das genaue Gegenteil von dem, was man sonst gemacht hat. Nicht Doom, nicht Quake, nicht Blood & Co., sondern, man läuft durch und schleicht halt. Und es hat funktioniert. Genau wie hier. Tja. Aber jetzt fange ich wieder an zu labern. Habe ich schon hin und wieder mal gesagt, wie gut ich das finde. Und das ist ja auch wirklich ein großartiges Spiel. Und kann man auf jeden Fall mal nachholen. Es gibt auch noch, ja, man kann es ja noch in was weiß ich was für eine Richtung modden. Oder mit den neueren DirectX-Versionen probieren. Oder, keine Ahnung, gibt es ja, wie heißt es eine? Revision, glaube ich, oder? Revisionary? Irgendwie sowas. Aber da muss man das halt, muss man das halt installieren und dann hat man dann wieder was nicht so... Also ich sag mal, wenn man es... Für mich war das jetzt mehr oder weniger der erste Durchlauf. Also sage ich mal semi-blind. Und deswegen wollte ich es halt so original wie möglich haben. Und wenn ich dann so eine Mod installiere, die das Ganze komplett verändert, den ganzen, wie sagt man so schön, Look and Feel. Macht zwar schöner, aber ich habe da zum Beispiel auch kein Problem damit, Sachen in, weiß nicht, 320x200 über DOSBox zu spielen. Wo andere rumheulen, wenn es nicht 4K ist, so Mittel-Weight-Welt-Ding. Das sind ja so Sachen, die mir völlig unwichtig sind. Denn ich möchte das Spiel so sehen und spielen, wie es halt früher war. Ja? Und ich habe da auch nicht, wie es so viele andere oftmals gemacht haben, die ich damals auch geschaut hatte, nicht bei dem Spiel, aber bei anderen, die jedes Mal nicht müde wurden, sich zu entschuldigen. Ja, es sieht halt jetzt nicht aus und es ist nicht mehr zeitgemäß und heute müsste man das ja so und so machen und das haben andere Spiele ja besser gemacht und natürlich immer die zwei, drei Genre Primen, keine Ahnung, den einen Genre Primus und den anderen zu nennen, weil, naja, das ist so deren, sag ich mal, spielerischer Horizont. Das finde ich ein bisschen traurig. Wenn, gerade wenn es mit Spielen verglichen wird, die irgendwie 10, 20 oder was auch immer Jahre später kamen, Nachfolger oder irgendwie was im selben Genre, ja, das ist natürlich klar. Und das war ja auch nicht lippensynchron. Ach, nee. Ja, aber den Schwachsinn, wer braucht denn das? Wen interessiert denn sowas? Hat das was mit Immersion zu tun? Ich meine, das ist eine Immersive Sim, ne? Man simuliert hier eine, ich sag mal nicht Gesellschaft, aber naja, zumindest eine lebendige Welt, mehr oder weniger. Wobei meistens ja, ne, war Ausgangssperre, so lebendig wahnsinnig. Aber man hat ja trotzdem interagiert mit, weiß Gott, wie vielen Leuten. Die haben dann mal hilfreiche Tipps geben, mal einfach nur die Welt schmücken, von wegen, oh hier, der Kanal ist zu und so, die Triaden. Ja, jetzt stehen sie hier und warten und können nichts machen. Sie hoffen, dass das alles wieder ins Lot kommt und so weiter. Ne? Andere verstecken sich, weil, oh, Krieg in der Hell's Kitchen, in dieser Stadt. Naja. Und man wird auch als Spieler, habe ich gemerkt, immer besser, auch präziser. Wo ich am Anfang noch kaum mal ein Scheunentor getroffen habe mit der Zeit, ganz gerade gegen Ende. Da waren es dann schon, der ein oder andere Kopfschuss war dann schon mal schon dabei. Liegt natürlich auch an der Waffe, klar. Aber man gewöhnt sich noch ein bisschen an die ganze Steuerung. Das ist auch immer interessant bei so alten Sachen. Tja, die Musik ist aus. Fängt jetzt zwar gleich wieder an, aber ich glaube, dabei kann man es mal belassen. Ein schönes Spiel, auf jeden Fall empfehlenswert. Auch im Original, weil das Spielerische, es funktioniert einfach wunderbar. Das ganze Gameplay, es stimmt, es funktioniert, das Balancing ist da und so weiter und so fort. Ein tolles Projekt. Waren jetzt über 40 Folgen, also über 2 Monate. Ja, ja. Also wie gesagt, ich empfehle das Ganze.
das war Deus Ex. Ein tolles Spiel, das zweite damit in der Deus Ex-Reihe. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, Deus Ex Invisible War habe ich auch schon gekauft. Naja, mal gucken. Eventuell ja, wird es jetzt erstmal vielleicht eine Pause geben, vielleicht geht es damit weiter. Ich habe noch keine Ahnung, weil ich weiß noch nicht, was ich hier nachmache. Das hier, ja, gibt es da irgendwie einen würdigen Nachfolger? Naja, eigentlich nicht. Das ist ein bisschen schade, ne? Weil Invisible War wäre wahrscheinlich dann auch ganz nett, aber wahrscheinlich eher so, naja, der Vollständigkeit halber, weil das kam ja, glaube ich, nicht so wirklich gut bei den Leuten an. Ich denke mal, ja, ich kann mir schon vorstellen, warum. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen und das, naja, so ein bisschen finde ich immer wieder Unterschied zwischen, oder Unterschied, ja doch, wie Syndicate und Syndicate Wars, glaube ich, der zweite, oder war das so? Und die NES-Version war auch so ein bisschen, naja, mau, sag ich mal. Egal, das war's. Deus Ex, ich bin damit raus. Hoffe, es war halbwegs interessant. Und ja, wie gesagt, viel zu lesen teilweise, aber naja. Und manchmal ein bisschen langsamer oder viel Inventarmanagement, aber das gehört ja dazu. Ne? Das ist wie mit dem Rollenspiel. Da muss ich halt teilweise auch mal den Charakter aufleveln, genau wie hier. Man muss sich halt entscheiden, weil irgendwas mit Respec bei einem NPC um die Ecke gibt es hier halt nicht. Was man wählt, das hat man. Und dann muss man sich halt entscheiden. Und möchte ich das eine besser haben, dass ich besser heilen kann? Oder doch lieber die ganzen passiven Systeme, dass sie nicht so viel brauchen, dass ich sie viel länger einsetzen kann? Naja. Aber ansonsten, die Ballerei, die war auf jeden Fall gegeben. Oder Schleicherei, oder wie auch immer. Tja, das war's. Ich bin raus. Auf dem Kanal, was gibt's sonst noch? Ja, Ballereien, da haben wir einige. Schleichereien eher nicht so viele. Aber klar, Human Revolution, Doom, Quake und so weiter, kann man sich alles angucken. Ansonsten Rollenspiele, die alte Leier, mein Gott, wir haben so viele Videos jetzt hier mittlerweile, das sollte eigentlich, da sollte man was finden. Wenn nicht, wow. Da ist jemand wählerisch. Egal, ich bin raus. Nochmal danke fürs Interesse, fürs Zuschauen, Anklicken und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt, auch wenn das hier gerade wieder anfangen möchte. Ja, auch hier nochmal mit der Nanomod 1.2 plus Shifter 1.9 plus Biomod. Ja, aber jetzt sehe ich es auch wieder, ne? Selbst im Menü ist die Schrift ein bisschen schwer zu lesen. Das muss man wirklich sagen. Ich bin nicht so dumm zum Lesen, sondern konnte ich das nicht wirklich erkennen. Aber die Augen sind gut. Ja, wenn man das in der Klinik, in der Free Clinic, haben wir auch mal die Buchstaben gelesen. Ja, vielleicht hätte ich es auf 1920x1080 vielleicht besser erkannt. Aber das hätte hier nicht funktioniert, aus Gründen. Naja, aber so hat es ja halbwegs funktioniert. Und da kann sich eigentlich keiner beschweren. So, das war's. Ich bin raus. Und ich sage, man sieht sich beim nächsten Projekt, das irgendwie heißen wird. Wie genau, kann ich noch nicht sagen, aber es wird schon einen verdammt schönen Namen haben und es wird wahrscheinlich wieder richtig gut werden. Also dranbleiben, weiter gucken, abonnieren und so weiter. Man kennt das Ganze. Ich mache das so ungern. Aber leider muss man es immer wieder mal erwähnen. Naja, ich danke und sage, gibt es irgendwie einen krassen Deus Ex-Spruch dazu? Weiß ich nicht, frohes Augmentieren oder so? Keine Ahnung. Wir beenden. Was war das letzte Ende? Das mit der Helios? Ja. Wir gehen quasi jetzt über in die KI und regeln das alles. Ab morgen wird alles gut. Ab morgen wird alles besser. Also vertrau da mal auf uns. Auf JC Denton. JC Bunkerknacker Denton. Und dann geht's alles einer rosigen Zukunft entgegen. Oder auch nicht. Man wird sehen. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich möchte Deus Ex wirklich verlassen. Ja. Ciao, ciao.